Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von Nähen mit Burda. Heute nähen wir das Modell 4C aus der Burda Easy 224. Das süße Blusentop hat eingekräuselte Flügelärmel und wird am Rücken mit Druckknöpfen geschlossen. Zusätzlich zu deinen üblichen Nähutensilien benötigst du dafür Nähmaschinennadeln, aufbügelbare Fixiereinlage, farblich passendes Nähgarn, Schrägband, Druckknöpfe und passendes Werkzeug zum Anbringen und natürlich Stoff. Wir verwenden wie Magazin diesen feinen Popelin aus Baumwolle von unserem Partner C. Pauli, dem Spezialisten für GOTS-zertifizierte Biostoffe. Falte den Stoff laut Zuschneideplan und stecke die Schnittteile fest. Zeichne mit Lineal und Schneiderkreide parallel zur Papierschnittkante die Saum- und Nahtzugaben auf den Stoff. Schneide alle Schnittteile entlang der Kreidelinien aus. Bevor du die Schnittteile vom Stoff entfernst, übertrage die Schnittkonturen sowie alle Markierungen mit Kopierpapier auf die linke Stoffseite. Schneide Teil 3 und 4 zusätzlich aus Bügeleinlage zu und bügle die Einlage auf die linke Stoffseite der Besetzer. Los geht's mit dem Nähen. Falte das Vorderteil, sodass die Abnäherlinien aufeinandertreffen und stecke sie aufeinander. Für diesen Feinstoff empfehlen wir die Universalnadel von Schmetz in Nadeldicke 70. Am besten verwendest du eine neue Nadel, um eine einwandfreie, beschädigungsfreie Naht zu erhalten. Jetzt kannst du den Abnäher steppen und nach unten bügeln. Lege anschließend die Rückenteile rechts auf das Vorderteil und stecke und steppe die Schulternähte. Versäubere die Zugaben mit einem Zickzackstich und bügle sie auseinander. Stecke und steppe auch die Schulternähte am Besatz und bügle die Zugaben auseinander. Versäubere nun am Rückenteil die Zugaben des angeschnittenen Besatzes, falte den Besatz an der Umbruchlinie nach außen und stecke ihn an der oberen Kante fest. Lege den Besatz rechts auf den Halsausschnitt, stecke ihn fest und steppe entlang der Ausschnittlinie. Lege den Besatz in den Halsausschnitt und steppe ihn schmal neben der Naht auf den Zugaben fest. Versäubere anschließend noch die Besatzinnenkante und schneide die Zugaben an den Ecken schräg ab. Wende die Besätze am Halsausschnitt und an der rückwärtigen Mitte nach innen und bügle jeweils die Kanten. Lege nun die Rückenteile rechts auf das Vorderteil und stecke und steppe die Seitennähte. Versäubere die Zugaben und bügle sie auseinander. Falte den angeschnittenen Besatz am Rückenteil noch einmal flach auf und bügle die Saumzugabe nach innen um. Schlage die Saumzugabe zur Hälfte ein und steppe den Saum fest. Falte den Besatz wieder nach innen und nähe ihn von Hand auf der Saumzugabe fest. Weiter geht's mit den Ärmelchen. Bügle die Saumzugabe nach innen um. Steppe nun mit einem kleinen, schmal eingestellten Zickzackstich entlang der Saumkante. Schneide den überschüssigen Stoff vorsichtig dicht neben der Naht ab. Steppe zum Einreihen der Ärmelansatznaht zwei parallele Linien mit größter Sticheinstellung und lass die Fäden lang hängen. Ziehe die Unterfäden auf die Armausschnittlänge zwischen den Querstrichen an und verknote die Fadenenden. Stecke den Ärmel rechts auf den Armausschnitt. Verteile die Weite des Ärmels gleichmäßig und steppe ihn fest. Falte das Schrägband auf und bügle es anschließend zur Hälfte, sodass die Kanten aufeinander liegen. Die linke Seite liegt innen. Stecke das Schrägband so auf die Armausschnittkanten, dass die offenen Kanten auf den Zugaben liegen. Die Ärmelrüsche wird dabei zwischengefasst. Falte die Bandenden an der Seitennaht jeweils nach außen. Steppe das Schrägband 1 cm breit fest. Schneide die Zugaben zurück und an den Rundungen ein. Wende das Schrägband nach innen, bügle die Kanten und steppe sie 5 mm breit ab. Jetzt fehlen nur noch die Druckknöpfe in der rückwärtigen Mitte. Wir verwenden kleine Druckknöpfe aus Kunststoff, die sich easy mit einer Zange anbringen lassen. Niete die Druckknopfoberteile wie markiert an der linken rückwärtigen Kante und die Druckknopfunterteile genauso an der rechten rückwärtigen Kante ein.
und schon ist unser Topf fertig. Wir bedanken uns bei unseren Partnern C. Pauli und Schmetz, hoffen, du hattest Spaß beim Nähen und bist auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Nähen mit Burda.